Schaffe ich es heute nicht, Footy Son innerhalb von 24 Stunden auf einem Zuschauer-Account zu erspielen, bekomme ich Arschbolzen. Jeder, der mal auf dem Bolzplatz war und Arschbolzen bekommen hat, der weiß, wie scheiße die Dinger wehtun können. Und oh mein Gott, 6000 Münzen. Das Ding ist doch jetzt schon wieder over. Schauen wir mal kurz in den Verein rein. Haben wir vielleicht hier noch irgendwelche Tradable Coins auf der Transferliste? Super. Zwei Spieler haben wir hier drauf. Das ist ja optimal. Wie sieht das Team aus? Kann man damit wenigstens was anfangen? Ach du heilige Scheiße. Er hat mich schon vorgewarnt, dass er lange nicht gespielt hat. Aber das hier ist ja bodenlos. Nachdem ich realisiert habe, dass diese Challenge schon fast unmöglich ist, habe ich mir einen Plan geschmiedet. Die SBC von Zorn kostet 650.000 Münzen. Entweder ertraden wir uns an einem Tag 650.000 Münzen, was gefühlt unmöglich ist, oder wir versuchen uns so viele Packs wie möglich zu erspielen und daraus so viel Futter wie möglich zu ziehen. Vielleicht wird es auch eine Mischung aus beiden. Die Zeit läuft und wir öffnen erstmal unsere Free Packs, die wir jetzt zum Footies Event bekommen haben. 3 85 Plus Packs, die müsstet ihr auch alle bekommen haben. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr da was Gutes draus gezogen habt. Auf meinem Main Account habe ich da gefühlt nur 3 85er gezogen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir hier mehr Pack Luck haben, weil wir brauchen hier irgendwie 91er Karten, Lukaku 86 und es geht genauso weiter wie auf meinem Hauptaccount. Zweites 85 Plus Pack, come on, yay. Wir brauchen hier, jawohl, von links auf jeden Fall schon mal sehr gut. Brasile Casemiro, bitte. Nein. Letztes 85 Plus Pack. Lewandowski, Benzema. Eins von beiden brauchen wir ganz dringend. Oh, Benzema. Ja, es ist wirklich Benzema. So wichtig. Mir fällt auf, wir haben gar nicht nachgeschaut, ob wir SBC-Futter im Verein drin haben. Und wir haben hier einen Navas, dann einen Modric 88er. Die haben hier alle gezogen. 285er. Okay, also es sieht auch sehr mager aus mit Futter. Die besten Packs würden wir hier beim Footies Cup bekommen. Und zwar ein 85x10 als Gruppenbelohnung. Und ihr seht hier noch die einzelnen Packs. Das sind wirklich sehr, sehr gute Packs. Dafür müssen wir aber 10 Spiele im Footies Cup gewinnen. Und das Problem ist, man kann nur 5 Partien am Tag machen. Ich könnte jetzt 5 spielen und dann in 4 Stunden nochmal 5. Mehr darf ich aber auch nicht spielen und dann müsste ich 10 von 10 Spielen gewinnen. No risk, no fun. Rein ins erste Spiel mit diesem Team. Das Ding ist jetzt schon wieder over. Volles Level-Up-Team mit Son. Ja, es ist geisteskrank. Oh, unsere Chance. Letzter Angriff. Komm. In die Mitte. Nochmal. Ja. Ja. Let's go. Es geht ins Elfmeterschießen. Ich kann das doch nicht mehr. Es geht hier wirklich um alles oder nichts. Ah, schieß in die Mitte. Wenn wir das verlieren, können wir den Footies Cup streichen. Wichtiges Ding. Er schießt wieder Mitte. Kilian. Ich habe irgendwie das Gefühl, er verschießt. Nochmal rechts. Er schießt Mitte. Ja! Reinmachen und Gutes. Reinmachen und Gutes! Er wird rechts schießen. Lattentor! Wir schießen in die Mitte. Ja! Er schießt links. Nein. Marcus Llorente. Wir schießen links. Fuck off! Nein! Nach diesem Spiel war ich erstmal so sauer, dass ich das komplette Team verkauft habe. 115k, ich würde mal sagen, damit bauen wir uns erstmal ein besseres Team. Im Tor steht Navas. Die Innenverteidigung wird von Eder Militao und Kimpembe besetzt. Links steht Mondi und rechts Hakimi. Bisher alles Gold, aber ich habe die ganzen Coins in den Sturm geballert. Auf der 6 stehen Vitinha und Casemiro. Links Jungberg, rechts Felix und im Sturm haben wir Kolo Muani und Kylian Mbappé. Und mit diesem Team spielen wir den Footies Cup zu Ende und gehen definitiv auf die 7 Siege. Kurzer Zwischenstand, wir konnten jetzt von 5 Spielen 3 gewinnen. Das heißt, beim nächsten Versuch müssen wir auf jeden Fall 4 Siege holen. Davor holen wir uns aber unsere ersten Packs ab und wir hoffen natürlich, dass wir hier was Schönes rausziehen. 2x 83 plus. Wir brauchen eigentlich wirklich nur 87, 88 oder höher für Son. Und mit dem hier können wir nichts anfangen. Zweites Pack, das 3x 83 plus. Und wir haben, glaube ich, gar keinen Walkout. Kann es sein? Ah, Skandal. Die ganzen Duplikate landen übrigens in Top-Partien oder in irgendwelchen anderen SBCs, denn wir müssen hier wirklich so viele Packs wie möglich mitnehmen. 2 Stück haben wir jetzt noch am Start. Es ist sogar ein Tradable Pack, hoffentlich ein bisschen was wert ist. Und noch das Mega-Pack. Oh, Centurion.
Deutschland LV, ah, das ist Günther, genau, ja. So, wir haben die nächsten Pakete am Start. Wir haben die kompletten Top-Partien noch aus dem Verein hinbekommen. 4 Packs und alle tradable. Ich hoffe, wir ziehen zumindest mal ein paar wertvolle Spieler daraus. 3-mal hintereinander, nicht mal ein 83 plus. Jetzt haben wir ein 50k-Pack. Wenn da jetzt auch wieder Scheiße drin ist, dann ist das Projekt an die Wand gefahren. Sehr gut. Machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Wir haben mittlerweile einen 91er Benzema, 2 88er, einen 87er, viele 86er, die davor schon im Team waren und hier auch noch ein paar 85er und vor allem viele 84er. Das Team hier ist 140.000 Münzen wert. Wir haben noch 22.000 Münzen auf der Uhr. Zur Not können wir uns auf jeden Fall ein Team bei Son kaufen. Und falls auch du bei so einer Challenge drankommen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ganz wichtig, schickt mir eine Nachricht auf Instagram, schickt mir euer Bild zu, schreibt dazu, wen ihr haben wollt und dann bist du hoffentlich der Nächste. Es ist auf jeden Fall Zeit für die nächsten krassen Packs und dafür gehen wir hier einmal zu den Meilensteinen und zu den Foot Champion Belohnungen. Denn hier bekommen wir ein 2x83 Plus Pack, ein 84 Plus Pack, ein 2x84 Plus Pack und ein 3x84 Plus Pack. Also insgesamt knapp 10 Spieler und dafür müssen wir auf jeden Fall 5 Siege in der Quali holen. So, es ist eine Weile vergangen. Wir sind mit der Quali durch. 5 Siege haben wir geholt. Footies Cup habe ich inzwischen auch schon gespielt. Sind wir auch durch. Und ihr seht, es 30 Ziele. Wir schauen uns mal den Lachs an. Was haben wir uns jetzt alles erspielt? Wir haben den Footies Cup so weit wie möglich halt geschafft. 7 Siege haben wir geholt. Mehr war halt leider nicht drin. Das gibt aber trotzdem nochmal sehr, sehr dicke Packs. Nebenbei konnten wir uns hier 2 Aufgaben von Bosens erspielen. Sind 2 kleine Packs, nimmt man auf jeden Fall mit. Dadurch, dass wir 6 Spiele gemacht haben, haben wir den Lewandowski bekommen und der ist unglaublich wichtig für die Son SBC. By the way, wenn ihr den auch abholt, gebt den nicht sofort in die SBC ab, denn man muss mit diesem Lewandowski 8 Siege holen und 10 Tore schießen. Das war es auf jeden Fall hier von den Zielen. Dann haben wir auf jeden Fall noch bei den Meilensteinen ein bisschen was erspielt. Jimenez haben wir auch so nebenbei fast erspielt. 3 Spiele müssen wir noch machen, damit wir den auch nochmal bekommen. Werden wir vermutlich auch machen. 92er Karte ist einfach zu gutes SBC-Futter. Und der Grund, wieso wir überhaupt in die Weekend-Quali reingegangen sind, sind diese Belohnungen hier. 2 83-Plus-Spieler, ein 84-Plus-Spieler, 2 84-Plus-Spieler, 3 84-Plus-Spieler. Und ich würde sagen, mit den 14 Packs gehen wir jetzt auch rein ins Pack-Opening. Schreibt an der Stelle mal gerne in die Kommentare, denkt ihr, wir schaffen es noch, den Zorn abzuschließen? Oder sagt ihr, nee, du hast zwar jetzt ein bisschen Futter gesammelt, aber es sind 4 High-Rated-Teams, die schafft man nicht einfach so aus dem Verein. Ich weiß selber noch nicht, ob wir es schaffen werden. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Münzen in Reserve haben. Die könnten uns auf jeden Fall den Arsch retten. Wir haben knapp die Hälfte der Packs rum und bisher hatten wir wirklich nichts Gutes drin. Der Beste war vielleicht ein 83er und es geht genauso weiter. Kritischer Hase, kritische Lage. Jetzt geht's aber rein in die interessanten Packs. 84 plus Pack, ein einziger Spieler. Oh, Totti Honorable Mention ist, glaube ich, Saka. Ja? Was hat er für ein Rating? Boah, 89, stark. Ich glaube, wir werden es schaffen, diesen Zorn abzuschließen, aber nicht, wenn es so weitergeht. 2x84 Plus Pack. By the way, Freunde, gestern kam ja ein SBB online. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall aus. Ich sag mal so, da wurde ein Footies discarded und eventuell war es auch so ein Armer. Naja, ich will mal nicht spoilern. Die letzten 3 Packs und es sind auch die besten 3 Packs. 3x84 Plus. Come on, gönn. Wir brauchen 90, 89, irgend sowas. Ist gut. 3x85 plus und 7x84 plus. Wir machen das 3x85 plus zuerst auf. Come on, bitte. Oh, Centurion. Aber muss nichts Gutes heißen. Oh mein Gott. Bitte was Gutes dahinter. Ach du Scheiße. Das Pack war ja fatal. Aber das 7x84 plus. Das muss nochmal gönnen. Come on, yay. Bitte was Gutes. Ist auf jeden Fall ein Walkout. Frankreich. Weiß ich nicht. Special Card dahinter, bitte. Krater. 2 Duplikate. Ich glaube, wir machen den Footies Pick damit. Ich gucke gerade in unseren Verein. Er ist ja geisteskrank leer. Was ist denn hier los? Ich dachte, wir hätten viel mehr im Verein. Eigentlich wäre es so viel schlauer, den 91er Witzel mitzunehmen. Hier muss man nämlich nur ein 84er Team abgeben. Und bei dem Footies Pick müssen wir auch ein 84er Team abgeben. Aber haben halt hier keine Garantie auf den 91er. Was soll ich sagen? Wir gehen Risiko. Die Spieler sind weg. Der Pick ist da. Wir brauchen was richtig, richtig Gutes jetzt. Ich packe die Schablone aus. Wir öffnen den ganzen Lachs. Gabun und ich bin unglaublich glücklich. Nigeria. Auch das ist dieser Simon. 86er. Italien. Deutschland. Oh mein Gott. Günther. Und dann Italien. Ja, es ist ein Krater.
Es ist ein Krater. Und deswegen, Freunde, Finger weg vom Glücksspiel. Nach dem Footies Pick Schock hat der nächste Schock nicht lange auf sich warten lassen. Oh mein Gott, die Sonne ist bis um 100.000 gestiegen. Was passiert hier? Was habe ich mir hierbei schon wieder gedacht? Okay, ich war gerade kurz am Verzweifeln, weil ich mir denke, wie soll ich das schaffen? Es ist gefühlt unmöglich gerade. Aber ich habe hier gerade nochmal was entdeckt. Level up your draft. Draft spielen und dafür Packs bekommen, klingt doch eigentlich ganz gut. Das Problem ist, wir brauchen 12 Siege, damit wir hier die Gruppenbelohnung nochmal bekommen. Das ist ein 5x85 plus Pack. Dazu versuche ich dann irgendwie noch hier an diesen Isaac ranzukommen. Dann spielen wir uns diesen Rimines und mit Schwitzen und Kacken schaffen wir das irgendwie. Es ist so geisteskrank. Das ist der dritte DC hintereinander. Ich verstehe das nicht. Okay, Freunde, wir haben den nächsten Tag. Und ich sag mal so viel, es muss geschummelt werden. Gehen wir mal ganz kurz in die Ziele. Den Jimenez, den haben wir uns erspielt. Ihr seht, bei den Drafts haben wir auch so einiges erspielen können. Und wir machen mal die Packs auf, dann merkt ihr vielleicht, was das Problem gleich ist. Wir holen uns zum einen den Jimenez ab. Ist ein 92er Rating, sehr gutes Futter. Dann haben wir einen 84 Plus Pick. Da gehen wir rein, gewinnen und der Beste wird gewinnen. 85er. Und da merkt ihr vielleicht schon, in welche Richtung das geht. Wir haben uns hier zwar viele Packs erspielen können, allerdings sind das alles so 84er, 85er, 86er und bei Son brauchen wir halt 90, 91. Deswegen sage ich, müssen wir uns den Schummelschuh anziehen und die Zeit verlängern. Die Challenge wird also mehr als 24 Stunden gehen. Wir spielen uns hier auf jeden Fall noch die 10 Siege. Dann bekommen wir hier ein 5x85 Plus Pack und ein 85x10 Pack. Und weil ich hier rumschummel, werde ich eine 10er PSN an euch verlosen. Deswegen seid einfach leise in den Kommentaren, schreibt nichts rein. Ich sage euch dann später, was ihr machen sollt, damit ihr gewinnen könnt. Die 10 Siege beim Footies Cup sind gesaved. Jetzt haben wir nochmal dicke Packs, die uns hoffentlich irgendwie zu Son bringen. Bevor es jetzt aber ins entscheidende Finale, ins entscheidende Pack-Opening geht, verkaufe ich das ganze Team. Die meisten Spieler sind auf der Liste und es geht ins Finale. Bei dem 88er-Team müssen wir uns hier nur 2 Karten kaufen. Für den haben wir jetzt nochmal fast 23.000 Münzen bezahlt und für ihn 26, also hier 49.000 Münzen. Die Hälfte von unseren Coins ist weg und wir sind erst beim ersten Team. Hilfe! Was wir aber nicht vergessen dürfen, der 23 Packs haben wir hier. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über einen Gold Non-Rare gefreut. Der Mann ist hier 4,5k wert. Groß. Falls ihr euch fragt, wieso 4,4k? Es sind neue Upgrade-SBCs rausgekommen, mit denen wir jetzt auch wieder craften können. Falls ihr dazu mal wieder ein Tutorial sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Walkout, Torwart, Polen, Chesney. Ja, kann man gebrauchen. Okay, wir legen los. Wir haben nur noch 83, 84, 85 plus Packs und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem 2x83 plus Pack. Come on, yeah. Wir brauchen hier einen Walkout nach dem anderen. Kleine Anfangsschwierigkeiten. Könnte sich aber auf jeden Fall bessern. Sehr gut. Wer ist es? Sissoko. Stark, EA. Shake hands. Sehr gut gemacht. 3x83 plus. Es wird nur noch besser. Aber die Packs werden nicht besser. Obwohl Pogba 85, ja. Ist in Ordnung, kann man mitarbeiten. So, 7 Packs noch, hey, wir brauchen wirklich ganz dringend jetzt hier 89er oder so. Sommer, ja, 85 kann man auch gebrauchen. Okay, 83 Plus Packs haben wir keine mehr. Es geht rüber zu den 84 Plus Packs. Und wir beginnen mit einem 2x84 Plus. Komm, bitte, Lewandowski, Benzema, einer von den beiden. Messi? Oh mein Gott. Könnte ein Krater werden, wenn jetzt hier nicht was Gutes drin ist. Von links, sehr gut. Belgien-Stürmer, Lakaka. Da wir ein Duplikat hatten, gehen wir rüber ins zweite Team. Hier müssen wir wieder 3 Spieler kaufen. Es ist ein Skandal, was man für die Tots bezahlen muss. 37k. Ach du Scheiße. Wir haben nur noch 40k auf der Uhr. Das Ding ist durch. Diese 37k von Gabri Weiger, die waren gerade einen Tritt ins Gesicht und haben mich gerade realisieren lassen, dass das unmöglich ist mit 40k. Ich habe zwar noch 20, 30k auf der Transferliste, aber die retten uns ja auch nicht noch bei 2 Teams. Immerhin bekommen wir ein Tradable Pack zurück. Hoffentlich ist da was Krasses drin. Bitte, 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 bitte. Oh nein. Wir machen weiter mit unseren restlichen Packs. 2, nee, das ist ein 84x5, 3x85 plus, mach mal das 4x85 plus auf, ich hoffe, da sind, oh,
Oh, es ist kein Tots. Man kann gar keine Tots ziehen. Ich bin so lost. 85er ist das geisteskrank. Ah, nee, waren 87er. Ja. Jetzt ist es aber Zeit, diesen Witzel mitzunehmen. Und da man bei Witzeln eine Inform braucht und nicht in der Mond lebe, machen wir hier ganz genüsslich die Team of the Week SPC. Oh mein Gott, ich bin ja richtig lost. Ich kann das Pack doch gar nicht aufmachen, weil ich hier Duplikat habe. Ich habe die Spieler abgestoßen. Wir machen jetzt das Team of the Week Pack auf und ich habe ihm geschrieben, dass er gleich diese zwei Spieler über die Web-App zurückholen soll. Oh mein Gott, 88er Inform. So, der Mann hat es gestern Abend nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber wir haben jetzt unsere zwei Duplikate. Witzel wird jetzt abgeschlossen. Ein 84er-Team haben wir hier auch locker hinbekommen. Dieser Mann wird uns jetzt so carryen bei den SBCs. 91er-Rating. Wichtig. Jetzt können wir auch unsere restlichen drei Packs öffnen. Wir haben hier noch ein 3x85+, ein 5x85+, und ein 10x85+. Wir beginnen mit dem 3x85+. Come on. Von links ist auf jeden Fall ein Walkout. Sehr gut. Brasilien, Neymar, Casemiro, noch geiler. Wichtig. Und zwei Special-Karten dahinter. Die sind jetzt low-rated, aber trotzdem cool. Und da wir kein Duplikat hatten, gehen wir direkt rüber ins 5x85+. Komm, wieder 89er oder höher. Es ist Sissoko. Ey, ich wusste es einfach. Sissoko 86. Bodenlos. Dahinter kommt bitte was Hohes. Schwierig. Ich habe mich dazu entschlossen, die Duplikate hier in diese SBC reinzupacken. Wir bekommen einen 93er und wir müssen nur ein 85er-Team abgeben. Wir hatten ja 86 und 87 als Duplikat. Das heißt, wir können hier relativ niedrig auffüllen. Ein 86er-Fofana musst du noch dran glauben. Aber der 93er, der wird so, so wichtig sein. Und ich kann es irgendwie noch nicht glauben, dass das jetzt unser letztes Pack ist. Denn wir müssen noch zwei Teams abschließen. Und dieses Pack, das garantiert uns definitiv nicht ein komplettes Team. Irgendwie müssen wir das schaffen, come on. Ganz, ganz wichtig jetzt, hohes Rating. Das ist ganz großer Quatsch. Dahinter Lewandowski, Benzema, Casemiro, bitte. Oh mein Gott. Oh ja, Kanté. Aber der Rest 86. Ich muss jetzt hier 500 IQ beweisen und das Ding irgendwie noch hinbekommen. Es kracht und pfeift aus allen Löchern. Wir bekommen nicht mal ein Team aus unserem Verein hin. Eine letzte SBC schaffen wir hier noch. 3 86er, 3 85er, tut weh, aber von denen haben wir so viele und wir bekommen dafür einen 91er. Selbst mit ihm kommen wir nicht aufs Rating. Ich habe aber noch ein Ass im Ärmel. Ich habe auf der Transferliste noch zwei Karten. Und das sind hier zwei 88er. Einen davon geben wir in die SBC ab und dann haben wir zumindest mal ein Team fertig. Da ist er, Ruben Dias, ins Team. Und ihr seht, die Anforderungen sind erfüllt. Wir können das Team abschicken. Das 90er-Team, es ist weg. Eine einzige SBC. Komm, das müssen wir noch irgendwie schaffen. Aus dem Pack brauchen wir jetzt was ganz Gutes. Okay, es ist tradable. Es bringt uns auf jeden Fall Coins. Gerard Moreno, ich glaube, der ist hoch bewertet. 88, sehr, sehr gut. Der Moment der Wahrheit, er ist gekommen. Wir haben keine Packs mehr. Wir haben nur noch 55.000 Münzen. Wir haben vielleicht noch 2-3 Spieler auf der Transferliste. Mehr als 30k werden uns aber nicht bringen. Und wir müssen hier noch ein 89er-Team abschließen. Wir gehen gemeinsam in den Verein rein und es kracht komplett. Zwei 87er und danach ein paar 86er, sehr viele 86er und das war's. Das günstigste Squad auf Footbin kostet 140.000 Münzen und alleine diese Team of the Season Karten zusammen kosten 110.000 Münzen. Das hier haben wir alles im Verein. Viele 86er, zwei 88er. Wir brauchen aber ein 89er Team und für die restlichen Spieler haben wir nur noch 55k. Wir gucken mal gemeinsam, was wir für 55k auf dem Transfermarkt bekommen. 91er 20k, 92er 25k. Also 91er einen und 92er auch einen. Also einen 91er und einen 92er können wir uns kaufen. Wir können uns sogar zwei 92er kaufen. Bei den 93ern, ach du Scheiße, da kracht es ja komplett. 37k. Wir gucken mal, ob es mit einem 94er reichen würde. Das war mir auch klar, dass es nicht reichen wird. Wird ein 91er in Kombination mit einem 93er reichen? Das ist jetzt die Frage. Wir schauen es uns an. Komm, bitte. Dafür hätten wir noch genug Coins. Nein! Ach du Scheiße, selbst wenn wir einen 94er da reinstellen, reicht es einfach nicht. Okay, ich war am Tüfteln. Das ist die Kombination, die wir brauchen. Ein 92er, ein 91er, ein 93er kostet uns 85k. Problem ist, ihr seht es oben, wir haben 55k. Wir brauchen noch 30. Die 2 88er könnten wir verkaufen. Dafür würden wir so 20k bekommen und die letzten 10k müssen wir irgendwie aufkratzen. Der 88er, na was kostet 30k, weil es die alte Version ist. Oh, Liebe.
Er ist weg. Seht ihr die Münzen da oben? Wir haben es geschafft. PK gekauft für 23k. Es fehlt nur noch die Maria. 36k kostet der. Guckt auf unsere Münzen. Wir haben gerade so genug. Ja. Oh mein Gott, ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass wir das hier irgendwie noch gedribbelt bekommen. Hoi, mein Son. Da ist er, der gute Mann. Jetzt zum Gewinnspiel, dadurch, dass ich hier ein bisschen gemogelt habe. Ihr könnt hier ganz locker eine 10er PSN, Xbox, Payset, was auch immer ihr haben wollt, gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und schreibt, was auch immer ihr wollt, einfach in die Kommentare.